So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4 im Singleplayer. Und hier haben wir noch eine neue Strangerin, die ich gerade entdeckt habe auf dem Weg im Taxi. Yes, really hard. Mrs. recently divorced, guys with eyes on stocks, $500 shoes. Excuse me? I gave you a lift a little while ago. We met late at night. You were pretty wasted. Shit, you're joking. No. Oh, Christ. I have to stop combining drinking with those sleeping pills. That keeps happening. Well, no harm done. Well, thank you. Listen, I know it's a lot to ask, but I don't suppose I could ask you for a favor. You couldn't run across town and get me something, could you? It's just that we've got a fashion shoot later. Do I have to? I'm kind of on my way. Typical fucking man. When I'm drunk and you think you can feel my breath suck, you'll do anything. But the minute it's daytime and I ask a normal and reasonable favor, it's fuck you, Sarah. You've got a vagina. Why should I help you? Okay. What do you need? Just collect a box for me from Perseus off Pyrite Street in Bismarck. It should only take a minute. Sure. You're an angel. Bring it to Pier 45. Boah. Allein dafür verdient sie eigentlich eine Schelle. Dämliche Kuh. So, haben wir's dann? Oh, alter iranischer Witz, haben wir's oder haben wir's nicht? Habe ich schon mal gebracht, finde ich immer noch gut. Ja, nobody knows this city better than me. Oh, 56999999999. Cooler Preis, den wir gerade, also Lohn, den wir gerade haben. I'm here to get the package. It's for some woman. She said you'd know I was coming. Sure, sweetie. I've got it right here. That'll be 500. I think there's been a misunderstanding. I'm just here to pick it up. I'm not paying you. Sorry, sugar. If you want the package, you're gonna have to pay for it. That's the way things work. Ich will damit nichts zu tun haben. Allein dafür kostet sie gleich eine Kugel, glaube ich. Ja, fresse jetzt. Thank you very much. Ich muss niesen. Oh, jetzt ist es. Ja, jetzt ist es weg. Here's your shit. But they didn't know I was coming at the store. I had to pay. Those PR people, morons. You think they would kill to see their product in a spread like this? I'll call and get everything squared for you. Naja, gut. Haben wir wenigstens wieder Geld dazu bekommen, dann habe ich nichts gesagt. So, jetzt müssen wir uns noch Bernie so widmen. Und weil ich einfach nur vorne zum Pier möchte und jetzt nicht extra dafür laufen will, weil das länger dauert, klauen wir uns einfach kurz das Taxi. Sorry. Ich hoffe, das passt von der Zeit her. Cocksucker. Boah. Ach, das ist eine meiner Lieblingsszenen im ganzen Spiel. Ich liebe diese Cutscene. Ne? Also er hat Angst gehabt. Nothing, sweetie. Oh my god. You're the lucky one. What? You could slice cheese on those puppies. I must be the only slob without cheekbones. I'm thinking of getting implants. But you sounded hysterical. Oh, sometimes I can't bear to be alone. I'm so glad you've come back into my life, even if you did try to kill me. I'm so excited. What are we doing here? We're going to have fun. Fun? Yes. It's a four-letter word, I know, but we can still try. Look, more people want me dead than alive. I'm working for the mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal. To scrape together a living so that my cousin can fritter
clear it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. What is fun? Honey, you are stressed. Goodbye, Floyd. Oh, yeah. No, you don't, Nico. I need you. I need you to go on this boat trip with me. You. I need to talk to someone who are stressed. Truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. Actually, maybe it does all make sense. You understand me. Both of me. Come on. You get the best of both worlds. You drive, I'll work on my tan. My midriff is really pale. All right. Let's have fun. Oh, gosh. Go toward the headland. That's where the best rays are going to be. Habe ich zu viel versprochen? Ich liebe diese Cutscene einfach, wie er einfach da minutenlang aufzählt, was alles scheiße ist und wer alles und Probleme und sonst wie. Und dann er so, Honey, you are stressed. Tada. Ahoy, sailor! Cute guys off the starport brow! Scratch that! Not so cute! Rushni Rusi! Let me see. They don't look like they're on the pleasure cruise. Das war ja irgendwie klar. Dimitri hat ja auch eben nochmal angerufen, aber wie gesagt, der Anruf ist ja leider irgendwie so. I don't know. You just got to get these guys or they'll just come back. I told you that there was no time for this. People are after me. Ich hab's ehrlich gesagt noch nie versucht, dich vorher schon mal zu töten. Ich versuch das mal. Vielleicht bin ich ja schnell genug oder beziehungsweise komm nah genug ran. Einer ist jedenfalls schon mal erledigt. Oh oh. Monster sein. Yeah. Oh, Nico, kannst du bitte mit der Tastatur wieder weiterfahren? Danke. Oh! Och, komm schon. Nein! Oh, alles nochmal von vorne. Nein! Ja, oh, ich habe so viel Munition verschwendet und dann hat es mir nichts gebracht. Do you want to go to a musical later? There are some great things playing on Burlesque at the moment. Musicals aren't really my thing, Bernie. You should go with Bryce. Bryce would never be seen with me in the play. People would ask questions. I get all the stress of having a man, but none of the perks. That's my tragedy. Mann, jetzt können wir die ganze Scheiße hier nochmal machen. Und ich habe so viele Kugeln verballert. Gut, die kosten jetzt nicht viel, aber Mann. Drop anchor, Skipper. Ich droppe hier gleich mal was ganz anderes, nämlich den Bass. Ahoy, Sailor! Cute guys off the starport
Ja, ach komm, das kennen wir doch jetzt sowieso schon. So, den ersten Typ möchte ich auf jeden Fall wieder erschießen. Haters, haters, haters! This city is full of haters, Nico. I just don't get it. I came here because it was meant to be the most progressive city in the world. But it just isn't. Why don't I just up and leave for San Piero? They'd understand me there. You don't go. Das stimmt allerdings. Bryce could come to San Piero. He could even be himself there. Get himself elected for who he really is. Komm, stirb einfach. Solange er Spaß hat. Och, Mano. Ja, es hat keinen Sinn weiter zu schießen. Komm, wir fahren jetzt einfach hinterher und wenn sie dann irgendwo an Land gehen, dann mache ich sie da halt Platz. Oh Gott, oh, die Bilder. Mm. Was haben wir denn in der Musik so hier? Hm, mal Radio Broker. Man hört halt auch so wenig, ne? Das ist ein bisschen blöd. Naja, allzu weit ist es jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir biegen jetzt hier nochmal. Was war das? Oh. Ich will auch mal so ein Boot fahren. Oh. Das ist ja jetzt blöd. Schade. Hätte es gefallen, wenn die uns geholfen hätten und dann. They're making a run for it, the landlubbers. Es ist nur noch einer übrig. Oh Mensch. Das ist ja schön. Boah, Nico, deine Handgelenke sahen echt gruselig aus. So, und dafür, dass ich die Scheiße nochmal machen durfte, wirst du jetzt gleich ziemlich zerfetzt werden. Das darf ich dir schon mal versprechen. So. Bernie dabei in der Zeit echt schnell umgeparkt. I'm sorry our fun day wasn't so very much fun. See you soon. Gut, jetzt hau ab. Komm, die Schnauze voll. Und jetzt machen wir noch die Mission mit Phil und dann müsste es für diesen Part auch schon wieder gewesen sein. Jetzt haben wir knapp 14 Minuten. Oh, da kommt auch ein Taxi, das finde ich schön. Er hat sogar recht, weil Nico so voll die Poserfigur gemacht hat. Gambetti wäre sogar näher, aber ich möchte die Arbeitgeber fertig kriegen. Damit ein bisschen Ordnung auf der Ordnung auf der Karte ist. Weil Ordnung muss sein. Dankeschön, $40, das ist ziemlich teuer. To live and die in Aldenai. Not what it looks like. Okay? It's not like that. We talk. So do us all a favor and keep quiet. Sure. But Phil, and I don't mean to take advantage, but maybe I need help on time. Maybe I can give you a call. What do you mean? I mean, I need to find something out about someone. Maybe you can help. Are you fucking blackmailing me? No!
I'm asking for a favor. Why do you think I put my neck on the line for you? Because I need help with something. You know, since you don't look like you're full of crap, how could I say no? Enough of this chit-chat. Come on, let's go. We're heading back up. Oops. So willst du es nochmal sagen? It's about time to pick up that H that my nephew's been sitting. Ach ja. Yeah, call it a cooling off period. We took it, but we don't know who was watching it beforehand. So you just left it with Frankie? Yeah, we put it in an isolated place. Hopefully any attention it was getting would be noticed. Frankie's one guy who can disappear real easy if the Fed shows. Plus, he's a smart kid. He's related to my ex-wife, and she was smart enough to ruin my life with one lawsuit. So it's been long enough. You think we're going to be okay to pick it up? Yeah. No trouble? Look, I don't ever assume something's gonna go down easy without any trouble. Ich kenne eine Abkürzung. We'll see when we get there. As long as we don't see any helicopters, vans, suspicious gardeners talking into earpieces. If none of that's going on, then we're okay. Yeah, you fucking laugh. Laugh all you want. Okay, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an die Mission, wo wir da über diesen LKW krabbeln mussten während der Fahrt und dann vorne den Fahrer rausgezogen haben. Und das Ganze haben wir oben zu Frankie gebracht. Oh, mein Gott, Fresse. Und diesen LKW werden wir jetzt abholen. Allerdings nicht den LKW an sich, denn das wäre viel zu langsam, gerade wenn man mit so viel Geld im, unterwegs ist. Möchte man da noch nichts riskieren. Da bin ich jetzt extra reingefahren, weil damit es schneller geht. Das Ganze wurde jetzt auf... Ich weiß nicht, ob er es schon gesagt hat, aber pff, macht es keinen großen Unterschied. Das Ganze wurde jetzt auf... Oder wurde schon auf kleinere Autos verladen. Und mit denen werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Komm rum. Oh. Gott. There you are. Ich höre Autos. Habt ihr auch gerade diese Autos gehört? Da stehen sie schon. Nein, die bemerkt keiner. I got the horse loaded into two cars for you. I don't know, this don't feel right. Shit, Frankie, you don't... Ach so, jetzt sind die Autos nicht mehr. Ach so, nee, ist klar. Das hat wehgetan. Oh, die scheiß Tastatur geht wieder nicht an. Oh, ich krieg Kopfschmerzen von dieser Scheiße. Wenn das Spiel nicht klarkommt zwischen Maus und Tastatur und Controller. Gerade aufs Übelste verfolgt und alles schießt und alles will uns irgendwie umbringen und hey, ich habe übrigens geheiratet. Aha. Willst du ein Bild sehen? Nein, verdammt! Wir werden gerade verfolgt, aber es ist wirklich schön. I don't want to see a fucking picture. Wow. Geht's? Oh. Deal with the fates, Nico. Sorry.
Ich glaube, der Bus hat das Polizeiauto da gerade ganz gut mitgenommen. Hallo, der Roller ist auch was wert. Oh Gott! Roller ist auch was wert. Hier fehlt ein bisschen Musik, fällt mir gerade auf. Wo kommen die ganzen LKW her? Oh, du mieser Drecksack. Ja, oh, genau. Oh. Okay, Polizeiwagen ist auch ausgeschaltet. Wir werden sie doch langsam los. Das ist easy peasy. Au. So, jetzt wechseln wir wieder schnell. Bacon? Wobei, hier kommt ziemlich viel News, deswegen haben wir gleich, ne, ist klar. Steigt aus, fällt um. Let's hustle. Habe ich so alle bekommen? Oh! Den habe ich nicht bekommen. Okay. Auf die Flucht werden und dann hauen wir ab. Oh, das ist gefährlich. Oh. Schade, ich war zu schnell. Hier liegt für gewöhnlich eine RPG hinten drin, ne? Ach, scheiße. Ja, der gibt uns nämlich eine RPG. Die liegt hinten im Van. Verdammt. Da hätte ich nämlich schön Munition gehabt. Ich glaube, da liegen 4 RPG-Sprengköpfe drin. Naja, kann man jetzt nicht ändern. Wir fahren schnell zu Pain Spray oder laufen viele Leute lang. I don't think I can take much more of this. So. Das geht gut, das hat schnell funktioniert. Note. I don't want to take a bullet or a stint in the pen for anyone else's fuck up. Alright guys, shit, I'm sorry. Nico, you done good for me. There's been some fucked up shit going on, but you've been keeping cool. You're a good earner. I got respect for you. Hey, let's see if we get back before you start talking like this, shall we? This ain't over until we got the H in the safe place. You're damn right. People need to realize that. Aber jetzt sind wir ja fast da. Ich meine, allzu weit ist es nicht mehr. Und gucken wir mal. Ja, Karte zeigt noch nicht allzu viel an. Wurscht. Oh, ja. Independence Rams. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich da ein bisschen zu früh war. Natürlich. Menno. So. Ach ja, nee, ist klar. Gut, hier vorne links, da vorne links. Oh, wir passen hier durch. Fast. So, da sind wir. Ich
seeing people clipped if they didn't do nothing. Nice driving, Nico. We're gonna be able to shift this H for a lot of money. Might just keep the Pecorino family's head above water. See you around. So, nicht wundern, dass wir jetzt den Van behalten dürfen, mit dem Heroin oder so. Wie ihr vielleicht gerade noch sehen konntet, die tragen Rucksäcke, wo das Heroin drin war oder drin ist. Deswegen haben wir es jetzt leider nicht, aber gut, wir müssen mal gerade gucken. Wie sieht es denn mit Statistik aus? Jimmy, haben wir noch 2 Missionen zu machen. Gut, dann fahre ich jetzt noch gerade zu Jimmy, weil wir eh in der Nähe sind. Und hätte ich gesagt, soll's das für diesen Part auch. Oh, der war schön. Erstmal wieder gewesen sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit der nächsten Mission bei Jimmy P. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein und tschö tschö.